Schönen guten Tag, willkommen zum zweiten Connected Hydraulics Webinar. Mein Name ist Stefan Lehnert, ich werde heute moderieren und an meiner Seite steht der Jochen Klug aus dem Produktmanagement Zylinder von Moschex-Roth. Hallo. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon beim ersten Webinar dabei war. Ich werde es kurz erklären, wie diese Seite aufgebaut ist. Sie sehen momentan nur ein Video. Dieses sogenannte virtuelle Klassenzimmer bietet die Möglichkeit eines interaktiven Austauschs mit Ihnen. Sie sind unser Bild auf der, von uns aus gesehen, genau auf dieser Seite hier, werden Sie dann auch gleich ein Live-Bild sehen von der Konfiguration, die wir machen. Und im unteren Bereich sehen Sie ein Chatfenster, da möchten wir Sie bitten, dass Sie während des Webinars, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, auch direkt uns Fragen stellen können. Es geht heute um dieses Produkt, einen Industriehydraulik-Zylinder. Mhm. Jochen, kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, außer dass es ein sehr schweres Produkt ist? Liegt schwierig. das ist ein typischer Standardzylinder von uns. Rexroth hat ein sehr großes Zylinderprogramm. Da unterscheiden wir zwischen Katalogzylindern, also als das, was konfigurierbar ist, so wie der hier. ETO-Zylinder, das sind modifizierte Zylinder, basierend auf dem Katalogzylinder, und wir haben noch die Applikationszylinder. Standardzylinder definieren wir bis zu einer Hubwendung von 6 Metern. 6 Meter? Ja. Okay. Was kann der hier ungefähr? Weiß nicht, was draufsteht. 150, 200. Okay. Super. Wir reden aber nicht nur über dieses Produkt, wir reden vorrangig darüber, wie man dieses Produkt schnell und individuell konfigurieren und auch anfragen bzw. bestellen kann. Dafür werden wir heute in den nächsten 40, 45 Minuten Ihnen zeigen, wie wir mit den Konfiguratoren für diese Produkte arbeiten. Wir werden Tipps und Tricks zeigen, also wird noch ein bisschen was zusätzlich kommen. Und wie gesagt, Sie können jederzeit uns Ihre Fragen stellen oder Hinweise geben. Wir haben aber auch Fragen für Sie vorbereitet, damit es nicht so langweilig wird. Und da würden wir gleich noch beginnen mit der ersten Frage, die Sie dann bitte auch direkt live beantworten können mit einem Klick. Sind Sie Maschinenbauer oder Endanwender oder vielleicht sogar Mitarbeiter, also Servicepartner von Moschex-Roth? Momentan erst 8 Rückmeldungen, also trauen Sie sich ruhig auf den Knopf zu drücken. Also einige Maschinenbauer sind mit dabei, wir haben ein paar Mitarbeiter von uns und aber auch Vertriebspartner. Herzlich willkommen auch an alle, die uns vielleicht schon kennen. Ich denke, alle kennen wir schon. Die zweite Frage wäre dann speziell für die externen Kunden. Für die Maschinenbauer vor allem, aber auch die anderen. Aus welchem Bereich, aus welchem Sektor, Industriesektor kommen Sie? Das ist ganz interessant, weil die Anwendungen, glaube ich, dann doch nochmal unterschiedlich sind. Die sind unterschiedlich. Bei denen, die andere anklicken, würde es uns auch helfen, wenn Sie uns kurz schreiben, aus welchem Branchenbereich Sie kommen. Können Sie also in dem Chatfenster dann direkt eingeben, die Informationen. Zwei Rückmeldungen, Pressen, Kunststoffmaschinen, Hydraulik, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die dritte Frage. Es geht darum, wie gut man das Programm kennt, der Zylinder. Wir haben doch oft auch die Situation, dass wir Experten haben, aber auch dann Leute, die vielleicht nicht unbedingt unseren Typschlüssel auswendig können. Das würde uns noch helfen. Naja, aus dem Automotive-Sektor ist noch jemand dabei, sehr gut. Da haben wir aber keine 6 Meter Zylinder, oder? Doch, bei Pressen? Nein. Nee. Also, Basiswissen ist da, was die Produkte betrifft. Und jetzt natürlich ganz spannend für unser Thema heute. Die letzte Frage für den Start. Nutzen Sie selber bereits den Konfigurator für die Industriezylinder? Und falls ja, vielleicht nochmal eine kurze Taktung. Ja, aber 50% nicht benutzt. Einige regelmäßige Nutzer dabei. Also wir haben eine Bandbreite, wir müssen sowohl die Experten als auch die Neulinge zur Verfügung stellen. Wir müssen mal gucken, dass wir das hinkriegen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich.
Super, dann schon mal herzlichen Dank für Ihr Feedback. Ich würde dich bitten, Jochen, zeig uns doch bitte mal, wie man diesen Konfigurator bedient. Und nachdem du ja weißt, ich bin im Bereich User Experience, also Usability unterwegs, nicht jeder weiß genau, wo dieser Konfigurator zu finden ist. Was ist denn der einfachste Weg aus deiner Sicht? Ja, einfachster Weg ist über Google. Ich würde es hier gerade mal demonstrieren. Ist ja auch zulässig. Also ist ja zulässig. Zwei Drittel der Anwender, was ich so gelesen habe neulich, geht gar nicht mehr über die Firmenwebseite, sondern Google. Und das ist ja, glaube ich, ganz normal. Ja. Also über Google ist auch wirklich der schnellere Weg. Wenn man jetzt hier eingibt, zum Beispiel Rexroad. Rexroad Zylinder. Findet man hier schon. Alles klar. Unsere Seite. Und ist auch sofort im Produktkatalog drin. Also was man jetzt hier sieht, wir sind auf der Stadtseite der Industriezylinder. Da ist nochmal erklärt, wo ist das Anwendungsgebiet der Hydraulikzylinder, welche Bauarten haben wir, Rundbauart, Zuganger Zylinder. Okay. Und wir können hier direkt auf Schreiben. Wir sehen, es sind sehr viele Experten da, ja, die kennen die Produkte, dann haben wir auch direkt dominant den Link in den Katalog. In den Produktkatalog. So, und dann sind wir jetzt hier an einer Stelle, wo wir sagen müssen, ein Experte, der jetzt genau weiß, welchen Zylinder brauche ich für meine Anwendung, der kann hier direkt abspringen über Rundzylinder oder Zuganger-Zylinder. Wenn man gar nichts weiß, es ist eine neue Anwendung oder ich habe eine Maschine noch nicht gebaut und weiß nicht, okay, brauche jetzt den einen oder den anderen, dann können wir hier einsteigen über die Konfiguration nach technischen Daten. Okay. Und das ist das, was wir heute eigentlich würde ich sagen, machen wir jetzt mal zeigen würden. Ja. So, wenn wir damit starten, dann brauchen wir nur wenige Informationen im Vorfeld, um überhaupt mal eine Vorauswahl treffen zu können, welcher Zylinder denn oder welche Basis denn passend zu dieser Anwendung ist. Klar, die erste Frage ist, befinden wir uns im metrischen System? Wir sind jetzt hier in Deutschland unterwegs, denken wir haben ein metrisches System. Was wir definitiv brauchen, ist der Betriebsdruck des Systems. Ich gebe jetzt hier mal ein 250 Bar. Was wir hier hinten in der Klammer sehen, das sind die Min-Max-Werte. Also 350 Bar steht jetzt bei uns deshalb drin, weil die CDH3-Bauweihe eben bis 350 Bar Auslegungsdruck. Ich habe gerade gesehen, der Ton. Der Ton ist bei manchen nicht hörbar. Falls Sie den Ton nicht hören, gut, dann hören Sie mich dann nicht. Dann müssen Sie im Endeffekt die Mikro einschalten. Okay. Der Ton müsste bei den meisten anderen funktionieren. Das Bild ist gerade eingefroren. Sie müssten uns aber hören und Sie müssten auch die Demo sehen. Wir haben momentan ein bisschen Connectivity-Probleme, aber solange der Konfigurator funktioniert, ich glaube, wie wir aussehen, können wir. Genau, so hübsch sind wir auch nicht. Genau. Ständig sehen. Gut. Also der Systemdruck. Der Systemdruck ist entscheidend. Dann brauchen wir noch ein paar zusätzliche. Klar, brauchen Differentialzylinder, einen Gleichkantzylinder oder einen Sensor. Was mir hier gleich auffällt, da ist so eine kleine Markierung. Go-To. Go-To, ja. Das ist ein Schnelllieferprogramm von Rexroad. Sage ich aber nachher nochmal was dazu. Alles klar. Ja. Wir nehmen mal einen Differentialzylinder. Ganz wichtig auch für die Vorauswahl. Es läuft im Hintergrund eine Berechnung ab, Knickung, Durchbiegung, welche Befestigung haben wir denn? Auch da würde ich mal jetzt mit dem meist benutzten gehen, Gelenkauge am Boden. Was wir hier noch zusätzlich sehen, es ist immer bei der Ausführung auch die Ausführung farblich hervorgehoben. Also ein MP3, Schränkauge am Boden oder MF3, Rundflansch am Kopf. Also das ist auch nochmal visualisiert. Das kann man im Bild sogar jetzt auch sehen, sehr schön. Kann man sich also auch über das Bild führen lassen, genau. Wenn man die dann erklären nicht. Das wäre auch dann, wenn man über den normalen Typenschlüssel einsteigt, dann genau so. Aber das sehen wir dann im Nachgang auch nochmal. So, und dann kommen wir zu den technischen Daten, die wir noch brauchen. Wir brauchen eine Kraft und die zweite Komponente, die wir brauchen, ist der Hub. Kraft nehmen wir mal 100 kN und Hublänge zum Beispiel 200 mm. Je mehr Daten ich da eingebe, umso spezifischer wird dann die Auswahlliste. Aber das sind die beiden, die ich Minimum brauche. Vielleicht hier nochmal als zusätzliche Information. Montierter Gelenkkopf, wenn das von Anfang an gewünscht ist, kann man das auch hier anklicken. Dann verändert sich auch hier das Bild. Und ich klicke nochmal weitere Auswahlen direkt auch grafisch. Genau. Sehr schön. Ist auch da wieder wichtig für die
Kniegungsberechnung. Ist aber auch alles nochmal beschrieben über PDF. Also über PDF. Also alles, was jetzt hinter dem PDF-Button ist, da ist nochmal eine komplette Beschreibung, welcher Wert beeinflusst war es und was ist damit gemeint. Okay. Also ich habe jetzt nochmal eingegeben, Druckkraft und Hub. Jawohl. Bestätige das und kriege jetzt schon mal die erste Vorauswahlliste. So, und da sehen wir jetzt sechs verschiedene Typen. Ich muss das Bild hier gerade mal kleiner machen. Kommen wir schon mal in die Tipps und Tricks Section. Also für die Leute, die auch mit dem Configurator an kleineren Laptops wie hier mit meinem arbeiten, über Steuerung Plus und Steuerung Minus kann man dann die Auflösung verändern. So kriegt dann auch die Bilder, wenn wir weitere Tabellen wie hier haben, auch gut dargestellt. Das ist das eine, was wir auf jeden Fall auch noch wieder machen. Genau. Die Reihenfolge, wie diese verschiedenen Varianten dargestellt werden, wie nach was ist die sortiert? Das ist erstmal sortiert nach dem Kniegungsfaktor neben Lastdruck. Das ist eine interne Regelung. Okay. Also so aufgelistet. Was wir hier noch sehen, hinter jeder Vorauswahl ist noch ein PDF versteckt. Das ist der direkte Link zum Datenblatt. Und wir haben noch eine Aussage über die Lastspielzahl. Ich habe jetzt diese Lastspielzahlverrechnung nicht angeklickt, aber trotzdem kommt sie auch immer zu. Okay. Ja. Dann wählen wir einfach mal einen aus. Also aus dieser Liste kann man sich jetzt irgendeinen auswählen, der jetzt am besten passt. Wir gehen mal mit dem H1 weiter. So, jetzt müssten wir das hier wieder mal ein bisschen größer machen. Plus kann man sie wieder großziehen. Das können wir so als Standard anlassen. Genau. Müsste unlesbar sein. Genau. Jetzt sind wir eigentlich an der Stelle, wo wir auch über den direkten Einstieg im Katalog sind. Jetzt werden wir Schritt für Schritt durch den typischen Funktion. Also wenn wir jetzt mal bildlich, haben wir das Bild vom Automobil. Ich habe mir jetzt erstmal die Automobiltype rausgesucht, Genau. Also den Passat oder den Charan. Und jetzt präge ich immer dann meine individuelle Lego-Variante. Sozusagen die Lego-Variante. Mit den Lego-Bausteinen, die ich so habe. Aber es kann durchaus was sein, was noch nie gebaut wurde vorher. Richtig. Okay. So, erste Frage ist Leitungsanschluss, Ausführung. Wir sehen jetzt auch hier nochmal auf das Go-To zu kommen. Um die Frage von Train zu beantworten, Go-To heißt 15 Arbeitstage Lieferzeit. Das ist ein Schnelllieferprogramm. Okay. Wenn man sich jetzt immer an dem Go-To-Button durch den Typenschlüssel handelt, bekommt man auch am Ende eine Go-To-Zylinder. Ah ja. Jetzt hast du es natürlich schon verraten. Mich hätte jetzt mal interessiert, was ist denn so die Erwartungshaltung unserer Kunden? Mhm. Da hätten wir jetzt eine neue Frage für Sie. Was wäre denn so eine typische Lieferzeit, die man für ein derartiges Produkt bräuchte? Achso, wir haben. Da waren wir jetzt zu schnell mit Go-To, Jochen. Okay. Lassen wir das mit dem Go-To mal im Nachgang nochmal. Machen wir gleich nochmal. Jetzt gehen wir vielleicht noch in der Konfiguration bis zu dem Punkt der Beschichtung und der Grundierung. Okay. Wir sind jetzt bei den Leitungsanschlüssen und bei den Endlagendämpfungen. Genau. Nehmen wir mal einen ohne Dichtungsausführung. Also auch hier zu jeder Position im Typenschlüssel ist nochmal eine Erklärung. Okay. Was steckt dahinter? Näherungsschalter, Führungsringe. Für diejenigen, die den Konfigurator von früher kennen, sieht man jetzt schon die erste große Verbesserung dieses neuen Frontends. Es geht deutlich schneller. Wesentlich schneller. Man klickt eigentlich Punkt für Punkt durch und muss nicht immer warten, bis die ganze Seite aufgebaut ist. Und man hat einfach. So, wir sind wieder. Wir müssten wieder zu sehen und zu hören sein, hoffe ich. Tut uns leid, wir hatten gerade einen Aussetzer. Anscheinend wieder draußen Bauarbeiten am Bahnhof hier in Würzburg. Vielleicht nicht, dass sie das Internet getroffen haben. Gut, wir waren beim Thema Detailkonfiguration im Bereich der Grundierung und Lackierung. Und dementsprechend hatten wir auch die Frage, die wir vorhin fast verpasst hätten. Und einige haben auch schon geantwortet. Also die Anforderung an die Beschichtung. Ja. Wäre jetzt die Frage an die Teilnehmer. Bitte beantworten Sie kurz, ob Sie mit der Standard-Grundierung und der RAL 5010, also dem Rexroth Blau, zurechtkommen oder ob Sie auch Sonderlackierungen mit individueller Farbgebung benötigen. Wie wichtig ist das für Ihr oder für uns auch, dass wir Ihnen Sonderlackierungen geben? Also wir sind immer noch bei 100% Standard, das würde uns natürlich freuen, aber wir wissen natürlich, dass es schon Kunden gibt, ja, die auch
Sonderlackierung benötigen, aber anscheinend jetzt keiner, der heute hier dabei ist. Dennoch würde ich sagen, kannst du vielleicht jetzt kommen sie. Okay. Kannst du vielleicht ganz kurz zeigen, wie das jetzt im Konfigurator läuft? Man sieht auch schon, wir verlässt hier auch GoTo. Ich werde jetzt hier wieder GoTo verlassen. Sonderlackierung, also das sind dann wirkliche Beschichtungen. Wir haben vier verschiedene Beschichtungskategorien. Hinter diesen Infobuttons, wie du hier siehst, steckt dann auch nochmal eine genaue Beschreibung. Ah ja, also auf der linken Seite ist es. Auf der linken Seite, ich kann es hier auch nochmal größer ziehen. Genau, nächster Tipp und Trick, man kann diese Fenster wie gewohnt bei Windows auch verschieben, falls man es nicht so sieht. Ja. Ansonsten gehen wir wieder zurück und wählen. Genau. Wenn ich jetzt nicht weise, ich nehme jetzt immer ganz einfach B. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, ich habe eine andere Beschichtungskategorie gewählt, aber welche Farbe brauche ich denn? Also entweder ich weiß die Wahl immer und kann diese gleich eintragen oder ich weiß es nicht. Sagen wir, wir brauchen irgendwo einen roten Zylinder. Dann komme ich hier über den Weiter-Button dann zum Farbton und hinter diesem Info-Button verbergen sich dann alle roten Farbtöne mit der entsprechenden Wahlnummer. Ah ja. Und aus der kann ich mir dann... Also in Altrosa kann ich den Zylinder auch bestellen. Sehr schön. Man kann den in Altrosa bestellen. Oder in Leuchthellrot. Genau. Sehr gut. Würde ich jetzt aber nicht machen, weil wir am Ende ja nochmal das Thema... Genau, und wenn ich die Wahlnummer weiß, hast du ja gezeigt. Genau, dann hier einfach eintragen. Bei der Farbauswahl, genau. Okay. So, jetzt gehe ich nochmal gleich, auch da wieder Tipps und Tricks. Ich kann zurückgehen, entweder über den Pfeil zurück, oder ich kann direkt in die Kategorie springen. Der erfahrene Anwender weiß, was man nicht machen soll, Browser-Back. Also Browser-Back ist ganz schön. Den Browser oben zurückgehen, dann springen wir wieder an den Anfang. Genau. Verlassen eigentlich die Konfiguration. Kriegen wir leider nicht anders gelöst, deswegen haben wir hier diesen Schritt zurück. Oder die meisten klicken halt direkt dann auf die Parameter rein. Also wir wählen jetzt den Standard. Genau. So, und ich bringe jetzt mal die Konfiguration zu Ende. Okay. Prüfzeugnis und dann haben wir noch. Und jetzt bist du ja dem Pfad, dem Go-To-Pfad, wie so eine Taube gefolgt, die immer die Go-To-Klicks gemacht hat, und jetzt kriegen wir auch tatsächlich ein Go-To-Produkt an. Das ist das Go-To-Produkt. Und jetzt ist eigentlich die Frage, die wir vorhin stellen wollten, ganz relevant, Lieferzeiten für Zylinder, für Standard, Industriehydraulikzylinder, was wäre denn da Ihre Liefererwartung, wie bei diesem Rundzylinder CDH1, was würden Sie denn da als normale Lieferzeit standardmäßig erwarten? Haben sehr ungeduldige Kunden, sehe ich da schon. Also ja. Kleiner 3 Wochen, ist schon relativ hart. 5 Wochen, auch einer kann mit 10 Wochen leben. Was ist denn deine Erfahrung so üblicherweise? Also Markt sagt normalerweise, je nach Größe bei den Kleinen, ich sage mal bis Durchmesser 100 zwischen 4 Wochen und 8 Wochen und die Größeren sind dann eben ja, bis zu 12 Wochen. Okay. 12, 14 Wochen. Bei den Teilnehmern, das sind, wie gesagt, ist es eher so 3, 5, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wir haben ja auch noch den Fall, dass wir vielleicht einen Notfall haben. Das wäre dann auch die zweite Frage, die wir noch vorbereitet haben. Wenn Sie jetzt einen Notfall haben und Sie bräuchten den Zylinder dringend, was wäre denn da Ihre Lieferzeiterwartung für so eine Ersatzeinheit? Innerhalb 24 Stunden ist natürlich ein bisschen schwierig. Das wird schwierig werden, ja. Aber kleiner 2 Tage ist jetzt so die Mehrzahl. Was kannst du da sagen? Für so eine Expresslieferung für einen guten Kunden, was ist es denn möglich? Das muss man mit der Produktion letztendlich abklären. Ja. Wir können abkürzen, ja. Das ist dann eben immer der Standardprozess. Aber das ist dann immer so, je näher man am Standard ist, umso besser ist es eigentlich. Aber eine genaue Aussage, das muss man dann immer wirklich anfragen. Gesetzter Fall, ich habe jetzt wirklich dieses, also wir kommen jetzt bei über 80% diese 2 Tage. Ich habe jetzt wirklich eine sehr anspruchsvolle Lieferzeit. Und GoTo sagt mir ja eigentlich 15 Tage. Ab Werk, glaube ich. Ab Werk im Rohr. Was müsste ich denn jetzt tun, um uns als Firma mitzuteilen, dass wir das schneller benötigen? Kann ich das hier aus dem Konfigurator raus machen? Das geht auch aus dem Konfigurator raus. Wir sehen hier oben einen Button Beratungsanfrage. Wenn wir den hier nutzen, geht ein Fenster auf. Klar, muss dann, wir brauchen ein paar Daten, Firma, Name, Vorname und. Und wir haben hier die Möglichkeit, eine Nachricht einzugeben, wenn man da jetzt ganz einfach reinschreibt, dringende Lieferung, Expresslieferung, was auch immer.
und auf Abschieben drückt, geht es normalerweise in das... Normalerweise ist es ja so, dass diese Anfrage dann über die Postleitzahl, wie du gerade schon gesagt hast, an das jeweilige Regionalbüro geht. Wenn es jetzt wirklich dringend ist, ist, glaube ich, hier oben dieser rechte Bereich, den man gerne mal überliest. Also man kann auch hier... aktiviert, könnte man ja da dann auch die E-Mail-Adresse direkt reintun, des direkten Vertriebsbetreuers oder auch von dir. Ja. Und dann könnte ich direkt mit dir in Verbindung treten. Richtig. Was passiert dann? Du kriegst, glaube ich, eine E-Mail? Ich kriege innerhalb von einer Minute, habe ich eine E-Mail dann in meinem Postfach. Mit einem Link sogar in die Konfiguration. Das heißt, dann würdest dann sogar, wenn ihr am Telefon seid, direkt sehen, was der Kunde aussieht. Ich kriege den Link mit dieser Konfiguration, dann kann man direkt drüber sprechen. Also du kannst dich direkt verbinden. Also, das ist das Thema Anfrage. Ist natürlich auch im Nicht-Express-Fall hilfreich, wenn man jetzt kein E-Shop-Nutzer ist. Man kann ja diese Konfiguration auch in den Warenkorb legen. Das kann man direkt in den Warenkorb. Genau, also als E-Shop-Nutzer kann ich den Zylinder auch direkt anfragen oder bestellen. Mhm. Ja. Was sehe ich denn noch auf dieser Ergebnisseite? Was ist noch dargestellt? Wir haben hier unten vier Buttons. Einmal eine Produktbeschreibung. Mhm. Da verbirgt sich dann die komplette Konfiguration noch mal hinten dran, also der Typenschlüssel aufgelistet mit der entsprechenden Beschreibung hinten dran. Das heißt, da sehe ich noch mal auf einen Blick, was ich alles ausgewählt habe. Okay. Wir sehen hier noch mal die Daten, die wir eingegeben haben und eben das, was unten aus der Preselection oder aus der Vorauswahlliste ausgespuckt wurde. Dann weiß ich aus guter Erfahrung, dass das Thema CAD ein Thema ist, also Dokumentation CAD in Form von Zeichnungen. Haben wir hier direkt daneben. Also es gibt die Möglichkeit, sich ein CAD-Modell anzeigen zu lassen. Dreidimensionales. Oder zum Beispiel auch die Maßzeichnung. Also das geht eigentlich auch relativ easy. Der erzeugt jetzt aus dem System heraus für meine individuelle Konfiguration diese Info. Genau. Deswegen dauert es ein paar Sekunden. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Ah ja. So, dann ist es schon. Die Zeichnung schon fertig. Also und da ist die Zeichnung schon fertig. Passend zu dieser Konfiguration. Also super. Für die Dokumentation. Also eben bei den 3D-Modellen kann ich da verschiedene Formate auch anfragen? Ja. Unter den Optionen kann man sich dann das entsprechende Dateiformat wählen. Auch das Einheitensystem nochmal. Falls ich einen internationalen Einsatz habe. Genau. Okay. Das ganz einfach übernehmen und dann anklicken und hier unten eine E-Mail-Adresse eingeben und dann wird es direkt zugesandt. Ja, genau. Also ich kann es, eine Vorschau, die sehe ich sowieso, aber dann kann ich mir es auch direkt per E-Mail senden. Das geht auch innerhalb von ein, zwei Minuten ist dann das weiter. Aha. Das war jetzt CAD. Ja, sehr gut. So, jetzt machen wir das Fenster hier immer ein bisschen kleiner wieder. Wir haben ja noch den Button Zubehör. Mhm. Da verbirgt sich dann das passende Zubehör genau zu dieser Konfiguration drunter. Das heißt, der Konfigurator weiß schon, was für diese jeweilige Variante noch. Also was über Amazon. So über Amazon, genau. Okay. Kunden kaufen auch oder passen zu. Mhm. Das verbirgt sich darunter. Wir können jetzt hier auch nochmal den Gelenkkopf oder die, wir haben ja MG5 gewählt, die Schwindel entsprechend wählen, was wir denn wollen. Also er geht dann auch wieder in eine Konfiguration rein. Ich muss den Konfigurator auch nicht verlassen. Nein. Das ist jetzt direkt, das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu früher. Jetzt ist es in den Konfigurator und mit eingebaut. Man springt hier direkt aufs Zubehör drauf. Hat da nochmal die Möglichkeit, wir ein ballungsweiß Gelenklager haben oder ein Flachschmiernebel, den normalen Schmiernebel. So. Und auch da habe ich eine Beschreibung. Ich repräsentiere natürlich mit Materialnummer, weil das ist ein Standardteil, die Konfiguration vorher war so neu, dass sie noch nicht als Materialnummer vorliegt, aber sie kann angefragt werden. So ist richtig. Okay. Und Ersatzteile haben wir auch noch. Ersatzteile, da verbirgt sich jetzt natürlich der Ersatzteil nichts jetzt hinten. Aha. Hinten dran, auch da direkt der Anzeige der Materialnummer. Wenn ich draufklicke, springe ich ab in den Ersatzteilkatalog. So warte ich ja, dass ich da noch mehr Infos kriege. Genau. Und auch den könnte ich direkt sogar anfragen. Der kann direkt in den Lieferant gekauft werden. Ja. Und der Ersatzteil direkt dann. Dann kommt nochmal die Schnittzeichnung. Ich mache das auch nochmal größer. Wir können es hier aufs Plus gehen. Das Bild auch, So. Sehen wir also die Schnittzeichnung mit den entsprechenden Positionen. Wir haben die Informationen über die Anzugsdrehmomente der Schrauben drin. Und welche Dichtung für welche Position vorgesehen ist. Also man sieht hier schon, wir versuchen natürlich auf unserer Webseite alle Informationen, die wir haben, darzustellen, ohne dass man in Datenblätter abgeben muss. Aber wir versuchen auch zwischen den Konfiguratoren und den Kataloginformationen und dem Ersatzteilkatalog und dem eShop eigentlich eine einheitliche
Durchgängigkeit zu ermöglichen. Und ich kann im Endeffekt wirklich von wo ich komme, wieder zurückspringen oder halt dann direkt bis zum Kaufen gehen. Ja. Das ist, glaube ich, das, was man heutzutage erwartet. Und der Dokumentation? Das ist, glaube ich, die Königsklasse der Info. Das ist die meiste. Das Komplettpaket. Ja. Dokumentation sehen wir dann hier gegen Fenster auf. Ups, ich geh mal runter. Kann ich auch andere Sprachen wählen? Ich kann auch andere Sprachen wählen. Doku in anderen. Boah, okay. Also 13 verschiedene Sprachen sind verfügbar. Mhm. Ich kann ja auch hier die Browser-Sprache oder die Sprache des Konfigurators dementsprechend umstellen. Mhm. Bleiben wir mal bei Deutsch. Wir bleiben mal bei Deutsch. Ich kann das entweder zusenden lassen oder ich gehe auf Download. Dann sehe ich sie hier direkt. Er generiert jetzt wieder die Maßzeichnung, die ganzen Informationen und packt die zusammen in ein PDF. Genau. Das sehen wir jetzt gleich. Es dauert ein bisschen. Auch deswegen, ein paar Sekunden dauert das. Mhm. Und danach bekomme ich eigentlich die individuelle Dokumentation dieses Produktes, die ich dann auch abspeichern kann oder den Kunden schicken kann. Ja. Oder für unsere internen Kollegen jetzt, die kann man sich auch im SAP dann dazulegen zum Angebot. So, jetzt gehen wir hier mal auf Öffnen. Und sehen dann sogar das Bild des Konfigurators. Genau. Und da ist ein Link noch eingebaut. Was macht der? Wenn ich mir jetzt das PDF abspeichere und ich öffne jetzt irgendwann wieder mal und ich gehe auf diesen Link, öffnet mir der automatisch die Konfiguration wieder in den Konfigurator. Also kann dann auch wieder den direkten Zugriff auf die Konfiguration. Und die Möglichkeit hat, hier nochmal was zu ändern oder mal zu speichern. Also auch hier nochmal komplette Dokumentation vom Typschlüssel. Technische Daten, so wie wir es vorhin gesehen haben, in der Beschreibung. Ersatzteile, Befestigungselemente, Dichtsatz und die Maßzeichen. Alles, was man braucht. Ja, super. Ja. Wenn ich jetzt das jetzt abspeichern möchte, du hast ja gesagt, ich kann das abspeichern. Mhm. Kann eine ähnliche Variante vielleicht nochmal in zwei Wochen gebrauchen. Wie kann ich das tun? Kann ich das in diesem Standard-Konfigurator-Umfeld machen oder was muss ich tun? Das kann man hier direkt abspeichern. Wir sehen hier oben einen Bereich Konfiguration laden oder speichern. Okay. Was dazu wichtig ist, man muss ein registrierter User sein. Klar, ich muss ja später auch wieder da drauf kommen. Genau. Also ich logge mich jetzt mal ein. Ich bin natürlich registriert. Für diejenigen, die nicht registriert sind, Sie sehen in diesem Fenster, das ist leider nicht mehr ganz modern gestaltet, aber unten sehen Sie neu registrieren, also zwei Links unter der Passworteingabe kann man bei neu registrieren sich als User neu anmelden und Sie sind dann, das ist ein Login für unseren Konfigurator, für den Katalog und für den eShop. Also auch das haben wir zusammengefasst, um es so einfach wie möglich zu machen. So. Jetzt sieht man rechts oben deinen Kürzel. Jetzt bin ich eingeloggt. Und ich sehe, da passiert was. Rot und weiß. Preisberechnung erfolgt. Wenn man ein registrierter User ist, sieht man hier unten dann den Listenpreis dieses Zylinders. Dieses individuellen Zylinders. Ja. Als Kunde habe ich normalerweise gewisse Rabattsätze. Mhm. Wie kommt ich an die? In dem Moment, wo man in den Warenkorb legt, sieht dann der eShop-Kunde oder registrierte Kunde seinen individuellen Unterpreis. Wenn ich kein registrierter eShop-Kunde bin, dann sehe ich nur den Listen. Muss dann anfragen. Und dann muss er angefragt werden. Genau. Aus der jeweiligen Vertriebsregion. Ja. So, also ich kann jetzt diese Konfiguration hier nehmen und kann mir diese abspeichern. Okay. Geht hier ein Fenster auf. Jetzt sind wir im Bereich My Configuration. Kenne ich von eBay. Ja, genau. Also alles, was ich jetzt selber mit meinem User abgespeichert habe, ist in diesem Bereich My Configuration drin. Ich vergebe jetzt hier mal einen Projektnamen. Zum Beispiel Webinar 3. Ich weiß, es ist ein CDH1-Zylinder. Kann ich hier nochmal eingeben. CDH1. Ups. Ja. Immer wieder CDH1. Zum Beispiel Test 3. Genau. Oder für Kunde oder für Anwendungen XY. Genau. Kann mir das abspeichern? Wenn ich das jetzt wieder aufrufen möchte, wie müsste ich das tun? Dann gehen wir ganz einfach auf Konfiguration laden. Okay. Dann springe ich in den Bereich rein. My Configuration. Du siehst jetzt deine Konfiguration, die du die letzten 6 Monate angelegt hast. Genau, Datum. Ja, ich kann hier aber auch den Bereich vergrößern, wenn ich sage, jetzt gucke ich mal, was habe ich in 2018 gemacht. Und gehe hier auf Suchen. Also ich kann auch nach Typenschlüssen suchen, nach Projektname suchen, nach Konfiguration suchen. Das kann man hier oben nochmal
Man sieht sogar den Status, ob die Konfiguration abgeschlossen ist oder weil es kann ja passieren, dass ich Freitagnachmittag unterbrochen werde oder währenddessen. Genau. Dann kann ich auch drei Konfigurationen absprechen. Ja. So, jetzt sehen wir hier unten Webinar 3. Den haben wir gerade eben. Rufen wir den nochmal auf. Wir machen jetzt mal was anderes. Ah, okay. Wir nehmen jetzt mal irgendeinen, den wir vorher gemacht haben. Zum Beispiel. Du bist übermütig. Zweites Webinar. Naja. Dann haben wir mal live was Neues. Warum die funktioniert. So, das ist jetzt eine Konfiguration, die habe ich irgendwann mal abgespeichert. Mhm. Und jetzt verändern wir was. Es ist auch ein Katalogzylinder. Aber kein Go-To, wie man sieht. Es ist kein Go-To. Mhm. War ein bisschen teurer. Ist auch ein bisschen teurer. So. Was willst du verändern? Ich will jetzt zum Beispiel hier verändern die Hublänge. Okay. Ich brauche den gleichen Zylinder mit einer anderen Hublänge. Ich klicke hier rein. Okay. Komme direkt in dieses Feld und sage jetzt 500 hatte er, ich brauche den jetzt mit 750. Ich sehe auch die Limits rechts hinten, es geht also bis 1000 in dem Fall. Ja. Okay. Ich gebe die 750 Hub ein, ich muss einmal bestellen. Mhm. Also so. Jetzt muss ich wieder jeden Klick durchmachen? Nein, muss ich nicht. Ich habe hier nochmal die Möglichkeit Fast Forward. Also er übernimmt alle Schritte, die danach passiert sind, genauso. Ah ja. Das wenn ich mir jetzt sicher bin, es ist nur eine Hubänderung, verwende ich Fast Forward. Alles andere müsste ich dann individuell nochmal durchklicken. So, Fast Forward. Er geht direkt ans Ende. Mhm. Er ändert mir nur den Buch. Mhm. Ich kriege einen neuen Preis berechnet. Und die Konfiguration. Das Meditationspaket kann ich wieder genauso machen. Müsste den jetzt aber nochmal speichern, ne, wenn ich den jetzt wieder gespeichert haben möchte. Ja. Super. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles durchgezeigt, was der Konfigurator heute kann. Wir haben gezeigt, wie man schnell konfigurieren kann, dieses Fast Forward, die Änderung. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Es gibt die sogenannte Option X. Was ist das? Haben wir vielleicht ein paar Mal gesehen oder du hast gesehen beim Konfigurieren. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal, probieren wir die Endlagenlenkung. Können wir es gut? Ja, machen wir die. Ja. Dichtung der Führung, Endlagenlenkung. Okay. Gewählt, D, beidseitig selbst einstellen. Ich habe hier die kundenspezifische Anpassung. Es gibt drei Standardvarianten. Es gibt die drei Standardvarianten ohne Endlagendämpfung. Ich mache es vielleicht noch ein bisschen kleiner, dann sehen wir sie auf einem Bildschirm. Also überall, wo so ein X auftaucht, kann der Kunde dann selber seinen Wunsch äußern. Richtig. Ich hatte vorhin das Bild von Lego gebracht, das ist nicht ganz falsch hier. Die Auswahlmöglichkeiten, die wir haben, sind im Endeffekt wie Lego. Bausteinchen, mit denen ich eigentlich was Neues zusammenbauen kann. Bleib aber immer im Standard. Deswegen, die Standardteile von Lego. Ich will aber jetzt hier vielleicht ein fünfeckiges Lego-Teil in lila mit einem Knopf links oben drauf. Genau. Dann kann ich das hier so beschreiben. Jetzt sagen wir hier, wir wollen die Dämpfung nur stangenseitig zum Beispiel. Okay. Trag das hier ein. Mhm. Und kann aber trotzdem weiter konfigurieren. Schließt es ab. Mit weiter. Mhm. Jetzt sehen wir folgendes, was passiert. Dann mit Fast Forward. An der Stelle, wo ich jetzt bin, erscheint auch ein X. Mhm. Also ich bin jetzt aus dem Standard heraus, kann aber immer noch mein Fast Forward nutzen. Mhm. Spring wieder ans Ende. Und jetzt habe ich wieder ans Ende. Keine Info über den Preis. Ich habe keine Info über den Preis und dann nutze ich wieder. Ich will noch nie ein lila fünfeckiges Lego-Teilchen gebaut haben. Dann nutze ich wieder meine Beratungsanfrage. Okay. Und es geht direkt. Eine ganz versteckte Funktionalität, aber eigentlich revolutionär, weil ich bei den Lösungen, die relativ nah am Standard sind, über den Konfigurator anfragen kann und deutlich schneller bin in meiner Anfrage, weil wir nur dieses eine Teil dann, diese eine Option auch quoten müssen und uns überlegen müssen. Das heißt, für die Anwendungen, die sehr nah am Standard sind, die bisher nicht im Konfigurator abbildbar waren, haben wir hier den Weg eröffnet, möglichst schnell anzufragen. Super. Viele tolle neue Funktionalitäten, danke schon mal dafür, aber ihr hört nicht auf. Also ich habe verstanden, es wird noch weitere Neuerungen geben beim Konfigurator. Also es gibt im nächsten Schritt Copy-Paste wieder, also sprich, ich kann hier oben einen Typenschlüssel, das ist dann ein separater Einstieg, aber ich kann den Typenschlüssel per Copy and Paste direkt eingeben, muss nicht mehr durch die einzelnen Schritte durchgehen. Mhm. Das ist die eine Neuerung. Und wir schaffen wieder die Möglichkeit, schon einen bereits konfigurierten Zylinder im Nachgang nochmal nachzurechnen. Auf was passt meine Knickung, passt meine Durchbiegung, passt meine Endlagendämpfung, all die Themen,
die man halt so im Normalfall berechnet. Was ist, denkst du ungefähr, bis wann diese Funktionalitäten da sind? Sollte bis Ende des Jahres verfügbar sein. Okay. Also das sind so die nächsten Schritte, die man da... Okay, dann schon mal herzlichen Dank, dass du uns diese Konfiguration gezeigt hast. Ich wollte jetzt mal gerade gucken, Fragen... Anscheinend ist jetzt zumindest das Bild und der Ton einigermaßen stabil. Wir haben sonst keine Fragen von unseren Teilnehmern. Wir haben auch noch natürlich Abschlussfragen an Sie, die jetzt gleich eingeblendet werden, weil wir diese Webinare jetzt, wie gesagt, ist das zweite Mal, dass wir das tun. Wir haben vor, das noch öfter zu tun. Ich glaube, im nächsten Monat werden wir ein Webinar bekommen zur Sideshow-Box. Wieder in einem ähnlichen Format. Aber vielleicht könnten Sie uns ganz kurz mal Ihr Feedback geben mit diesen Abschlussfragen, wie es Ihnen gefallen hat, wie es Ihnen geholfen hat. Rückfragen, natürlich gerade für die externen Kunden, können Sie auch direkt an Ihren lokalen Vertrieb schicken oder Jochen Kluge ist auch mit seiner E-Mail-Adresse boschwechsel.de als Ansprechpartner greifbar. Dann Jochen, danke schon mal dafür. Danke dir, Stefan. Ich freue mich auf das Feedback. Ich sehe erste Abgaben. Sieht ganz gut aus. Herzlichen Dank für die Teilnahme und wir hören uns. Dankeschön.